Die gegenwärtige Energiekrise stellt die energieintensiven Industrien in Deutschland und auch besonders eben die Stahlindustrie vor enorme Herausforderungen. Wir diskutieren gegenwärtig zum Beispiel eine Gasumlage. Ich will an der Stelle sagen, diese Gasumlage kostet die Stahlindustrie 500 Millionen Euro. Aber das Problem ist größer, denn im Jahresvergleich hat die Stahlindustrie und die Stahlunternehmen in Deutschland Mehrkosten von rund und roh 10 Milliarden an Mehrkosten Strom und Gas zu schultern. Das ist für eine Branche im internationalen Wettbewerb schwer zu tragen. Es bringt viele an den Rand einer Diskussion, worum es geht, nämlich ist die Zukunft der industriellen Basis in Deutschland. Und deswegen muss es ein rasches Handeln der Politik geben. Und deswegen will ich diesen Punkt zuerst nennen. Heute ist die Energiekrise da. Die Unternehmen wollen in die Transformation. Wir brauchen heute Lösungen. Die Stahlindustrie hat vorgeschlagen, zum Beispiel den Gaspreis auf ein internationales Niveau von 80% zu deckeln. Das ist ein konkreter Vorschlag. Es liegen viele konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Wir brauchen ein politisches Handeln in dieser Zeit. Wie gelingt es uns eigentlich, eine nationale und eine europäische Politik bestmöglich miteinander zu verbinden, möchte ich es sagen. Denn wir diskutieren in Deutschland über die Instrumente einer Transformation. Wie kann es gelingen, über Klimaverträge, über grüne Leitmärkte, über Instrumente klimaneutrale, CO2-arme Produktion zu ermöglichen? In Europa, in Brüssel, diskutieren wir über ein CO2-Bepreisungssystem, nämlich den Emissionsrechtehandel. Und das, was nun in den nächsten Tagen passieren wird, im, wie es in Brüsseler Jargon heißt, Trilog, im Gespräch von Parlament, Rat und auch Kommission, da wird es darum gehen, einen Emissionsrechtehandel für die nächste Handelsperiode zu entwickeln und aufzulegen. Der passt auf die Transformationsschritte der Unternehmen, der passt auf den Weg, den die Unternehmen gehen wollen in Richtung grünem Stahl. Und das ist gegenwärtig noch nicht der Fall. Brüssel arbeitet an einer CO2-Bepreisung, an einer Regulatorik, die gegenwärtig noch nicht auf die Transformationsschritte, die Unternehmen gehen wollen, angemessen angepasst ist. Ich will den Punkt bringen, wir wollen eine Energiewende in Deutschland und wir wollen eine Industriewende, das heißt die Transformation der Produktionsprozesse. Diese Industriewende hängt ab von energiewirtschaftlichen Voraussetzungen, die die Industrie selbst nicht herstellen kann. Das muss Politik leisten, die Voraussetzungen dafür zu liefern. Und da haben wir gegenwärtig natürlich die massiven Steigerungen im Bereich von Gas, aber eben auch von Strom. Hier, glaube ich, ist es dringend notwendig, über Instrumente nachzudenken, die vielfach schon diskutiert worden sind. Industriestrompreis, ein Gasdeckel, wir schlagen zum Beispiel 80% vor. Es liegen alles die Konzepte auf den Tisch. Es braucht jetzt kurzfristige Entscheidungen. Was wir nicht brauchen, ist nochmal ein Gutachten, nochmal eine Analyse, nochmal zu warten bis nächstes Jahr. Es drängt jetzt und darauf warten die Unternehmen. Ich finde, der Wirtschaftsminister hat erkannt, dass auch Brüssel seinen Teil beizutragen hat. Und mir liegt sehr daran, dass nicht nur in Regulatorik in Brüssel gedacht wird, nicht nur in CO2-Bepreisungssystem, sondern dass der Bundeswirtschaftsminister industrielle Wirklichkeit nach Brüssel trägt und darüber argumentiert, was die Unternehmen hier in Deutschland notwendigerweise auch von einer nachhaltigen, den Industrieinteressen entsprechenden Politik in Brüssel erwartet. Ich gehe davon aus, dass die Politik handeln wird. Die Politik handelt, sie weiß, dass es aus vielen Gesprächen, die ja nun die Wirtschaftsvertreter vorgetragen haben, es gibt Branchen, die sprechen von den existenziellen Risiken, die sie haben. Es werden die Zahlen auf den Tisch gelegt und wir brauchen ein Handeln jetzt, damit Beschäftigung und industrielle Wertschöpfung in Deutschland gehalten wird.